Hallo Leute, hier ist Rio Hayato mit Bomberman 64. Und das ist die Stage, von der ich gewarnt wurde, denn sie ist behindert, groß und scheiße. Also, mir wurde ein Tipp gegeben. Und zwar, soll ich erst einmal die Gleise hier entlang laufen, in diese Richtung? Und hier reingehen. Nein, warte mal, da ist es doch schon. Na, das hat er gemeint. Hier soll ich runter. Ey, fuck, ey. Scheiße. Nein, schon Game Over. Oh, ist das ein geiler Anfang. Geiles Spiel. Ist das nicht wunderbar? Geiles Spiel. Schon sind wir tot. Okay, nochmal von vorne. Ich setze aber noch von vorne an. Also, mir wurde ein Tipp gegeben. Ich nenne jetzt nicht, wer es ist. Es ist anonym. Sollte ich auch nicht nennen. Jedenfalls, ich soll hier entlang laufen, bis hier rüber. Und gucken, dass ich eben diesen Platz hier finde. Dann spring ich hier runter, lauf vor dem Typ da weg. Und jag diese Loren in die Luft, die im Weg stehen. So, dann soll ich hier runterlaufen. Laufen, 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 laufen. Ich hoffe, er hat mir da keinen Bären aufgebunden. Weil die Stage soll eigentlich relativ groß und kompliziert sein. Aber nein, oh, laber nicht, ich habe mir den richtigen Tipp gegeben. Hierher sollte ich gehen, laut seinem Hinweis. Okay, jetzt soll ich hier irgendwo einen Weg finden, nach oben zu klettern. Da. Da? Nee, da hinten. Gut, jetzt kletter ich hier rauf. Ey, ich schwör's, wenn der Tipp richtig ist, das wäre saugeil. Da hätte ich eine richtig schwere Stage gemeistert. Okay, das räume ich mal aus dem Weg. Boom. Gut, jetzt soll ich hier lang laufen. Zwar möglichst schnell, bevor mich die Lorentypen da einholen, mich über den Haufen fahren. So. Jetzt soll ich hier runterlaufen. Dann darüber, rüber, rüber, rüber. Darunter und das Ding hier kaputt machen. Was ich anmerken wollte, Markus ist für die Runde nicht mehr dabei. Der muss noch was erledigen, also ihr werdet in dieser Runde auf Markus verzichten müssen. Diesmal bin leider nur ich für euch da. Und das war sehr heldenhaft. Aber eventuell hört ihr später wie mein Kumpel Tobi, weil der auch wieder reinschneiden wird. So, die Stützbalken hier mache ich kaputt. Und den da hinten zerballer ich. Jetzt fällt das Teil hier runter. Und das Level endet. Nee, ist das geil, ey. Geilste Tipp, den ich je bekommen habe. Level beendet! Eine der richtig schwierigen Stages. Und das in gerade mal 2 Minuten. Nein, 3 Minuten. Ach, ist das geil, ey. Thank you very much. Wenn die Kuh scheißt, dann macht's Platsch. So, Markus hat mir für diesen Kampf hier einen Tipp gegeben. Ich soll aufpassen, weil das Viech hat sehr viele variable Attacken und ist gefährlich. Es kann schlagen, Laser feuern, Feuerkugeln schießen, Sirius gibt mir Zeitbomben und ich krieg gleich voll Streikkrampf. Okay, ich bin hier gefangen auf einer Lava-Plattform und soll nach Möglichkeit seinen Angriffen ausweichen. Okay, das ist seine Drehattacke. Der soll ich gucken, dass ich ihm Schaden zufüge und seine Arme kaputt mache. Damit er mehr damit er das nicht mehr benutzen kann. Oh. Ach, meine Bombe ist schon groß. Gut. Okay, jetzt muss ich gucken, ob er in die richtige Richtung läuft. Ah, das ist ein Schlag. Okay. Und sein Laserangriff. Nein, habe ich getroffen. Arschloch. Arschloch. Fuck. Davor hat er mich gewarnt. Da muss ich aufpassen. Gut, die Runde war jetzt ein Fail. Aber es soll angeblich eine One-Hit-Kill-Strategie geben, wenn ich es schaffe, so lange gegen ihn durchzuhalten. Okay, jetzt kommt sein Schlag. Er hat mich getroffen. Laserblick. Ausgewichen. Okay, ich soll warten, bis er untertaucht oder so. Dann kann man ihn leicht besiegen, aber wie? Er hat mich schon wieder erwischt. Ich glaub's nicht. Okay, laufen, 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 laufen. Okay, Laseraugen sind weg. Komm schon, ey. Nein, ey, er erwischt mich echt jedes Mal. Okay, laufen, 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 laufen. Gut. Er sollte irgendwann untertauchen, hieß es. Ey, jetzt leck mich am Arsch. Lauf! Wow. Ich mach dich sowas von alle, ey. Es ist ja Sense im Gelände, Kollege Schnürschuh. Und er tut schon wieder. Oh, was ist das für ein Scheiß-Boss?
Okay, ein Handschuh ist angekratzt. Ey, er hat mich schon wieder... Im Ernst, Leute, er benutzt doch Cheats oder so. Er trifft mich jetzt mal irgendwie so Homing-Aim-Dingen-Scheiß. Ey, Mann, wie soll ich mal dem ausweichen? Okay, wieder ein Arm getroffen. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Okay, auf den Arm werfe ich jetzt. Okay, ein Arm ist im Eimer. Und eine goldene Karte verdient. Und er hat mich getroffen. Okay, zweiter Arm kaputt. Jetzt taucht er unter. Okay, jetzt soll ich gucken, wo sein Kopf rauskommt. Sein Kopf werfe ich jetzt eine Bombe. Und dann kommt da rein eine. Getroffen. Ja, yeah, ich habe ihn erwischt. Okay, offenbar dann noch nicht genug. Wow, 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 wow. Das ist der Meteoritenhagel, den er einsetzt. Den soll ich ausweichen. Puh, gut. Laufen, 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 laufen. Okay, gut. Jetzt wieder eine große Bombe draufwerfen. Okay, dann schaffe ich, er hat noch zwei Herzen. Wow. Wow. Ein Herz, komm, noch ein Hit, dann habe ich ihn. Zack, daneben. Nein, er ist ausgewichen, komm schon. Yes, er ist tot. Oh ja, ich habe ihn besiegt. Yes, yes, yes. Alter, war das ein scheiß Boss. Also der war wirklich schwierig. Alter, wie lange stirbt denn der? Stirb langsam, 5.9. Geschafft, wir haben das Level beendet. Wow. Super, jetzt bleibt nur noch eine Welt übrig, die wir klären müssen. Blue Resort, die angeblich schönste Welt, die ich mir zum Schluss aufgehoben habe, weil ich Wasser mag. Die wollen mich, die wollen mich, die wollen mir. Gut, Leute, schneiden wir hier und wir sehen uns gleich in der nächsten spannenden Welt über von Bomberman 6 floriert und klingt hier aus. Bis dann, ciao.